Die Sonne, das Wetter, der Rhein, Essen, Trinken. Man kann hier bleiben, man kann hier sehr gut wohnen. Also ich kann es mir auch vorstellen, hier den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich bin fürs Studium nach Freiburg gekommen und seitdem total begeistert hier von der Region. Die Leute sitzen abends noch draußen in den Straßen, in den Cafés, in der Innenstadt. Das ist total schön. Das hat so ein richtiges Urlaubsfeeling, wenn einfach die Leute auch dieses Wetter und die Temperaturen auch in den Abendstunden noch genießen. Ich habe mich dann doch entschlossen, nach Basel zu ziehen. Basel hat also wirklich sehr viel, was ich jetzt so als Städter brauche, weil es vom Kulturangebot her alles abdeckt, was man braucht, von Museen, Galerien, Theater, Oper, Musical. Die Stadt selber ist aber trotzdem sehr klein und heimelig. Im Sommer trifft man sich dann halt am Rhein und grillt dort und trifft sich mit Freunden oder Kollegen. Reinschwimmen. Tut reinschwimmen, Ja. genau. Bei mir von Haustür zu Haustür sind es 1 Stunde 10 Minuten ungefähr. Auf der Rückfahrt, da tauscht man sich dann aus, bespricht Sachen und man kann schon sagen, das ist so eine richtige Pendler-Community, die sich da gebildet hat. Was mich total auch fasziniert, ist die Nähe jetzt zu Paris. Im Süden hast du Milano, im Westen hast du Paris und du kannst mit dem Flieger jederzeit nach Berlin rauffliegen in einer Stunde. Also du kommst eigentlich überall hin. Ich heiße Anja Ellenrieder und was ich hier an der Region besonders mag, ist die Nähe zu Freiburg, das Wetter und überhaupt die schöne Landschaft hier. Ich heiße Lukas Berger und was ich hier ganz besonders spannend finde, ist das Angebot an Kunst und Kultur, das einem zur Verfügung steht.